Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit der Kurzwissenreihe zu den Wahlrecht der Bundesländer und zwar mit Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ziemlich liberal. Ganz relativ weit vorne dabei auf jeden Fall. Schwer einzuschätzen immer. Grundsätzlich betreten dürfen wir, und da gibt es eine besondere Einschränkung, die es nur in Sachsen-Anhalt gibt, nicht bei Waldbrandgefahren Stufe 5. Und das halte ich für absolut sinnvoll. Da darf man gar nicht vom Weg runter. Also wenn höchste Waldbrandgefahrenstufe herrscht, betreten auf Wege beschränkt. Es ist nicht so, dass man gar nicht in den Wald darf, aber man darf halt nicht vom Weg runter. Ansonsten darf man auch vom Weg runter. Also überhaupt kein Problem. Und es gibt lustigerweise keine sonstige Einschränkung. Ne? Also auch die forstlichen Verjüngungsflächen, man sollte da trotzdem nicht alles kaputt trampeln, aber man darf da trotzdem auch rein. Dann das Thema Sammeln von Walderzeugnissen, das ist hier nur Standard, aber Standard reicht ja auch. Holz, das ist höchst stark abhängig von der entsprechenden Gemeinde, in der sich der Wald befindet. Also gerade wenn es sich um kleinen Gemeindewald handelt, von irgendwelchen kleinen Dörfchen, und das ist ja durchaus teilweise recht ländlich in Sachsen-Anhalt, da lohnt es sich wirklich mal bei der entsprechenden Gemeinde nachzufragen, inwiefern man denn da für seinen persönlichen, privaten Bedarf ein bisschen Hölzchen einsammeln dürfte, weil da geht oft was. Da gibt es teilweise noch so alte Rechte, dass die Gemeinden noch am Wald haben. Und ja, dann ist da eben gegebenenfalls was möglich. Aber es gibt keine landeseinheitliche Regelung, die da irgendwas Besonderes erlauben würde. Natürlich gilt wie immer, winzigste Mengen bestraft kein Mensch, wenn man sich das einsammelt. Aber was darüber hinausgeht, könnte tatsächlich potenziell teuer werden und steht auch so, glaube ich, in Ordnungswidrigkeiten, die weiter unten im Landeswaldgesetz aufgeführt sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt eine Besonderheit bezüglich Feuer, nämlich, also eine positive, Feuer machen im Wald darf man nicht. Darf man insbesondere auch dann nicht, wenn eine höhere Waldbrandgefahrenstufe von 2 bis 5 herrscht, dann ist Feuer in jeder Form Feuer im Wald ausdrücklich verboten. Ganz wenige Ausnahmen gibt es dann noch für Leute, die trotz erhöhter Waldbrandgefahrenstufe noch ein Feuerchen im Wald machen dürfen. Aber ab Waldbrandgefahrenstufe 3, glaube ich, darf gar keiner mehr. Also überhaupt niemand. Auch nicht der Waldbesitzer oder sonst irgendwer. So war das meines Wissens. Ist für uns ja auch nicht so relevant. Für uns eher relevant ist die Positivausnahme. Denn sofern überhaupt kein Waldbrandgefahrenrisiko herrscht, dann darf man zumindest in der freien Landschaft, also außerhalb des Waldes, vorzugsweise am Waldrand, weil wir brauchen ja irgendwoher Holz, ne, das wir verheizen können, dann ist das wohl eine Grauzone, dort sein Feuerchen zu machen. Beziehungsweise ist es zumindest nicht ausdrücklich verboten, in der freien Landschaft ein Feuerchen zu machen. Natürlich ist es dann doch verboten, wenn diese freie Landschaft eindeutig das Grundstück von jemand anders ist, das der auch in irgendeiner Form pflegt und unterhält. Wenn es sich aber um eine den Anschein machende Brachfläche handelt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da wirklich problemlos ein Feuerchen machen darf. Ab Waldbrandgefahrenstufe 2 bis 5 gibt es eine kleine Einschränkung, nämlich man muss so einen Mindestabstand von 30 Metern zum Wald einhalten. Sonst ist selbst dieser Mindestabstand nicht unbedingt erforderlich. Das ist doch schön, da freuen wir uns doch drüber und vor allen Dingen ist es einfach eine verdammt vernünftige Regelung zum Umgang mit Feuer in Landschaft und Wald. Dann das Thema Kochen. Da gibt es nämlich jetzt nochmal so eine kleine Besonderheit. Dadurch, dass in Sachsen-Anhalt offenes Licht nicht ausdrücklich verboten ist, in den meisten anderen Bundesländern schon, kann man erstens theoretisch mit einer Fackel durch den Wald rennen, sofern nicht Waldbrandgefahrenstufe 2 oder höher. Ne? Und man kann außerdem auf eine gewisse Toleranz beim Verwenden eines üblichen Outdoor-Kochers. Da kann man fast von ausgehen, dass die herrscht. Ne? Insbesondere, wenn man zum Beispiel so einen Trangia nimmt, der ja als solches, wenn man da noch einen Deckel drauf macht, ein super geschlossenes System darstellt, wo überhaupt keine Flamme sichtbar ist und so weiter und so fort. Und der leuchtet im Dunkeln ein klein wenig. Man könnte ihn also quasi als offenes Licht so ein bisschen auslegen und das ist natürlich eine Grauzone, ist klar, aber das würde ich würde es drauf ankommen lassen, ne? Die Verwendung eines Outdoor-Kochers. In allen anderen Bundesländern ist er quasi, also in fast allen anderen Bundesländern ist er quasi genauso verboten wie das Lagerfeuer selbst, rein rechtlich gesehen, wird natürlich eher toleriert als das eigentliche Lagerfeuer. Hier gibt es aber tatsächlich
sichtbare Unterschiede in der Gesetzgebung hier in Sachsen-Anhalt. Rauchen darf man schon, aber nicht mehr ab Waldbrandgefahrenstufe 2 oder höher. Ja, finde ich auch eine sinnvolle Regelung, muss ich sagen. Ob das jetzt schon gleich bei 2 sein muss oder nicht, da kann man sich streiten. Aber dass man es von der Waldbrandgefahrenstufe abhängig macht, das halte ich für das einzig Wahre eigentlich. Dann Zelten darf man mit Zustimmung des Waldbesitzers, also die liberalste Zelteregelung, die es gibt im deutschen Waldrecht. Liberaler wird es nirgends, kann ich euch gleich verraten. Schlafen darf man selbstverständlich, wenn man die Wege verlassen darf. Also bei allem unter Waldbrandgefahrenstufe 5 darf man auch im Wald übernachten, sofern man eben nicht zeltet. Und Zelten halt dann natürlich nur, wenn man eben den Waldbesitzer gefragt hat. Und Zelten darf man übrigens nicht mehr, auch wenn man den Waldbesitzer gefragt hat, bei Waldbrandgefahrenstufe 5, weil da darf keiner von den Wegen runter. Mit Ausnahme vielleicht vom Förster selber und sowas. Gut, und dann haben wir noch Radfahren, ist gestattet auf Wegen in der freien Landschaft und das schließt den Wald mit ein. Wald ist auch immer freie Landschaft, sofern er nicht explizit ausnahmsweise nochmal zusätzlich aufgeführt wird. Und dabei muss man auf Fußgänger Rücksicht nehmen. Das steht auch noch zusätzlich im Gesetz und das war es dann aber auch zu Sachsen-Anhalt. Mehr braucht man da nicht sagen. Also ein wirklich ganz weit vorne dabei Bundesland, was die Sinnvollheit meiner Meinung nach und die Liberalität der Waldgesetzgebung angeht. Vielleicht schon fast das positivste Beispiel, das es gibt. Bis zur nächsten Folge.